Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe AfD-Fraktion, ist das jetzt wirklich alles? Wollen Sie uns jetzt erzählen, dass Sie 4 Jahre lang dafür gekämpft haben, in den Deutschen Bundestag zu kommen, um uns dann als Ihren ersten Sachantrag so ein schwaches Papier mit einer Copy-Paste-Begründung aus dem Internet vorzulegen? Ich sage Ihnen eines voraus, wenn Professor Lucke hier sitzen würde, der würde hier im Plenarsaal im Boden versinken mitsamt seinem Stuhl. Meine Damen und Herren, es ist ein freies Parlament. Sie können hier natürlich vorlegen, was Sie wollen, aber was Sie nicht verhindern können, ist, dass wir es lesen und dass wir uns damit beschäftigen. Und ich habe jetzt noch 3 Minuten dafür Zeit. Und ich komme zu Ihrem ersten Teil, der Problembeschreibung. Bei der Problembeschreibung gebe ich Ihnen in weiten Teilen ja sogar recht. Wir wissen es. Die großen Ankaufprogramme der EZB sind zumindest politisch fragwürdig. Ob es rechtlich fragwürdig ist, wird im Moment vom EuGH geklärt. In Verbindung mit der Niedrigzinspolitik ist es eine Katastrophe für jeden Sparer. Der Markt wird mit Geld überschwemmt. Risiken auf den Steuerzahler übertragen, meine Damen und Herren, Sie klatschen. Aber das ist alles bekannt. Was bisher noch nicht bekannt war, beziehungsweise noch nicht schwarz auf weiß vorlag, waren die Lösungsvorschläge der AfD. Und meine Damen und Herren, ich komme zum zweiten Teil Ihres Antrags. Was schlagen Sie uns denn vor? Das Erste, was Sie vorschlagen, wurde schon erwähnt. Die Bundesregierung soll gegen die EZB wegen Unzuständigkeit und Verletzung der Verträge klagen. Hört sich gut an, ist aber eine reine Schaufenstermaßnahme, weil in der Sache, das doch längst vor dem EuGH liegt und in wenigen Monaten spätestens entschieden wird. Und das wissen Sie, weil Sie haben ja schließlich die Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts in Ihren Antrag mit reinkopiert. Aber jetzt kommen wir zu Punkt 2 und 3. In Punkt 2 und 3, der basiert ja im Wesentlichen darauf, dass Sie die deutsche Bundesregierung auffordern, auf die Deutsche Bundesbank Einfluss zu nehmen. Das ist erstens rechtswidrig, das ist zweitens gefährlich und das ist drittens unnötig. Rechtswidrig, weil die Unabhängigkeit der Bundesbank im Bundesbankgesetz festgeschrieben ist. Und das hat einen guten Grund. Es ist gefährlich, weil gerade wir Deutschen immer ganz stark auf die Unabhängigkeit der Zentralbanken gedrungen haben. Und die Erfahrung zeigt auch in Europa, wenn wir Deutsche uns nicht mehr an eine Regel halten, dann halten sich plötzlich keiner mehr daran. Und es ist drittens unnötig, weil Sie ja bereits wissen, dass der deutsche Bundesbankpräsident die Ankaufprogramme entsprechend kritisiert und im EZB-Rat auch mit dagegen stimmt. Jetzt komme ich zu Ihrem wirklich konkreten Punkt. Das ist der einzige konkrete Punkt, den Sie fordern. Sie fordern nämlich, dass die Tagessalden bei der EZB zukünftig ausgeglichen werden. Und Sie nehmen dabei die USA als Beispiel. Ich habe mir das mal genauer angeschaut. In den USA geschieht dieser Ausgleich jährlich durch die Verschiebung von Wertpapieren. Was würde das bedeuten? Wir haben heute als Deutschland, als Deutsche Bundesbank, eine Forderung in Höhe unseres Tagessaldos gegenüber der EZB als Ganzes. Wenn wir jetzt Ihrem Vorschlag folgen würden, würden wir diese Forderung gegen das EZB-System eintauschen gegen Forderungen oder gegen Wertpapiere, im Moment vor allem aus Spanien und aus Italien. Und es gibt ein wunderschönes Buch von Professor Sinn, das haben Sie bestimmt alle gelesen, die Target-Falte. Der beschreibt darin exakt genau das System der FED und des Ausgleichs. Und da ist auch genau die Problematik darin beschrieben, wie Sie nämlich plötzlich keine Forderung mehr gegen das EZB-System haben, sondern wie Sie plötzlich dann spanische und italienische Wertpapiere in Ihren Büchern haben. Und ich wage zu bestreiten, dass der deutsche Steuerzahler sich damit besser stellen würde. Meine Damen und Herren, die EZB-Politik ist problematisch, das wissen wir. Aber was uns auch nicht weiterhilft, sind Ihre Rezepte. Was wir brauchen stattdessen, sind wirksame Anreizmechanismen und wirksame Druckmechanismen,
dass die Länder, die Krisenländer in Europa, ihre Haushalte und ihre Wirtschaft in Ordnung bringen und in Ordnung halten. Das ist Politik insbesondere der Union, der CSU. Vielleicht fällt Ihnen dazu ja noch was ein. Jetzt haben Sie ein bisschen Zeit im Parlament. Herzlichen Dank. Herr Kollege Brandl, wenn Sie kurz stehen bleiben, ich erteile das Wort zu einer Kurzintervention Herrn Peter Böhringer von der AfD.